Freunde, like herzlich willkommen im Grillstudio. Herzlich willkommen bei AJ Barbecue. Schön, dass ihr wieder reinklickt. Um das geht's heute. Herbstlich geiles Gulasch. Das geilste Gulasch in eurem Leben, das garantiere ich euch. Und wie wir das machen, seht ihr nach dem Intro. Und für das wahrscheinlich leckerste Gulasch, das ich zumindest einmal jemals gegessen habe, brauchen wir die folgenden Zutaten. Wir haben hier das Rindergulasch, und das geht's heute. Wir brauchen jede Menge Zwiebeln, eine leckere Zartbitterschokolade Nelken. Wir brauchen Rotwein, Brühe, Thymian, ein Bier für den Griller, Zucker, Curry, Sauerkirschkonfitüre, ein Lorbeerblatt. Das ist geräucherter Knoblauch und Tomatenmark. Normaler Knoblauch geht übrigens auch, aber ich finde, geräuchert gibt immer noch einmal eine ganz andere, feine Geschmacksnote. Also nehmt den normalen oder den geräucherten, wenn ihr habt. Ja, jetzt geht's los, auf ans Brett, los, zacki zack. Ja, mittendrin stecken wir im Herbst, ne? Vom Herbst ist die Rede. Und was ist natürlich herbstlicher als ein schönes Dutch-Ofen-Gericht, ein Eintopfen Gulasch? Ich habe mich schon richtig gefreut, weil das ist geil, und bei 30 Grad, 35 Grad im Sommer brauchst du das nicht. Deswegen bin ich richtig froh, dass wir endlich mal wieder ein Gulasch machen können. Das Gulasch, das es bis heute gibt, haben wir einmal schon mal probiert, weil das irgendwie ganz komisch geklungen hat für mich, mit Kirschen und mit Schokolade oder so. Aber glaubt es mir, das ist das feinste Gulasch, wie ich gerade schon erwähnt habe, das ich jemals gegessen habe. Das letzte Mal haben wir es mit den Barbecue-Knödeln gemacht. Die kann ich euch oben mal verlinken. Die haben wir woanders auch schon mal wieder gegrillt und auch verfilmt. Heute machen wir es mit Spätzle, weil da haben wir noch ein paar übrig. Und bevor ich jetzt noch lange weiterrede, schneiden wir schnell die Zwiebeln, weil Zwiebeln und Knoblauch ist das Einzige, was wir heute schneiden müssen. Dann geht es schon an der Dutch Oven. Für den glühen wir jetzt auch gleich noch schnell die Kohlen vor. Das war's schon. Auch ohne Jörgomat 2000 ging das halt ruckzuck, klar. Der kleine HI1 hat auch gemerkt und gelernt. Ab an der Dutch Oven, wir braten das Zeug an. Das haben wir jetzt gesagt, wir machen es mal zumindest das Anbraten auf einem normalen Gaskochfeld. Da geben wir jetzt Öl in den Dutch Oven. Und wenn das qualmt, Freunde, wenn das qualmt, dann kommt das Fleisch dazu. Während das anbrät, sagt man, ne, geben wir noch die Gewürze mit rein. Ich weiß, Salz kommt normalerweise zum Schluss, weil Salz zieht Wasser. Aber das wollen wir heute auch. Ach, Wahnsinn, was da jetzt schon rausriecht, ist der Hammer. Freunde, wenn euer Fleisch fertig ist, dann gebt ihr das Fleisch entweder in eine Schüssel oder ihr macht es wie wir, ihr nehmt den Deckel vom Dutch Oven und bratet darin die Zwiebeln an. Und der Knoblauch. Jetzt geben wir da auch noch Tomatenmark rein, so 2-3 Esslöffel. Das röstet man jetzt mit an. Und dann können wir schon Hochzeit feiern. Freunde, wir wechseln wieder das Bratgefäß. Tun wir den Dutch Oven da noch mal drauf, bis die Kohle heiß ist. Die Kokosnusskohle, die braucht länger, bis sie heiß ist. Dafür hält sie auch länger. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Und wer faul ist, verwendet Kokoskohlen. So, auf jeden Fall feiern wir jetzt Hochzeit. So, ihr seht gar nichts, gell? Sagt halt was, Mensch. So, das rühren wir jetzt um. Dann kommen die ganzen restlichen Zutaten rein. Ja, und ich hoffe, dann sind unsere Briketts soweit, weil dann wird es gemütlich und wir schauen Eishockey. Und trinken einen warmen Tee natürlich oder Kaffee. Ja, schon sind wir fertig jetzt.
geht das Ganze auf Kohlen und dann kocht ihr das Ganze 1,5 Stunden mal mindestens, umso länger, immer merken beim Gulasch, umso länger, umso besser. Ich hoffe, wir schaffen, 2,5, 3 Stunden. Genau, und bis dahin Tee trinken. Ich weiß ja nicht, ob ihr es schon wusstet, aber wir verwenden die Kokos-Briketts von McBriquette. Habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, aber was Gutes kann man auch zweimal erwähnen. Und da geben wir jetzt, mittlerweile ist er nämlich durchgeglüht, geben wir 8 Stück unter den Dutch Oven. Ja. Der Rest schmeißen wir da auf. Eineinhalb Stunden, wie gesagt, Minimum. Okay? Minimum. Schaut, dass das Loch quasi aufsteht, dass es schön rausdampfen kann. Schaut zwischendrin einmal nach, ob genug Flüssigkeit drin ist. Dann schüttet ihr mal nochmal Wein oder Brühe nach. Vielleicht auch das Wasser. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Was auch super lecker ist, aber das müsst ihr von vornherein machen, ist ein Malzbier. Also den Wein weglassen und durch Malzbier ersetzen, ist im Gulasch immer perfekt. Und danach sehen wir uns quasi wieder. Die Beilage, die mache ich ohne euch fertig. Ja, 1,5 Stunden. Eher länger, umso besser. Bis später. Das nehmen wir raus und dann können wir essen. Wir quasi alle richten einen Teller an, machen Fotos und dann essen wir. Stellvertretend für euch bin ich ja jetzt quasi genötigt, das Ganze zu probieren. Aber ich muss sagen, das Ganze probieren ist gar kein Problem. Zu sehen, was wir da auf dem Teller haben, das viel eher und deswegen kommt der Flo mit euch mal näher daher. Schaut mal, wie das da auseinanderfällt hier. Hier. Bloß draufdrücken und dann zerfällt das. Ist das geil? Und wenn es jetzt auch noch schmeckt, vergesst dann mal die Spätzle. Lass mal die mal außen vor. Einfach nur Gulasch. Das zerfällt auf der Zunge. Es ist saftig, es ist aromatisch. Diese Schokolade ohne Schmarrn. Die Schoko ist geil. Das Gulasch ist mega. Ihr macht es nach, ihr bewertet es einmal selber, schreibt es unten rein in die Kommentare, wie ihr es gefunden habt. Ja, und dann sehen wir uns nächste Woche am Mittwoch früh um 6 wieder. Wenn es wieder heißt, AJ Barbecue, der Algo Grill, bringt ein Rezept. Video. Genau. Servus.